willkommen zurück zu Paper Mario. Und jetzt heißt es, wir sollen den Kampf beginnen. Hey, was soll das? Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Was für ein Geist. Oh, der Geist, von dem der Dorfvorsteher geredet hat. Nennt mich nicht Geist. Wollt ihr mich etwa herausfordern, oder was? Ihr kommt ungelegen. Ich plane gerade meine nächsten Streiche. Verschwindet. Hört ihr schwer? Warum verschwindet ihr nicht einfach? Oh ja, ich habe denen den Gefallen getan, sie in Schweine zu verwandeln. Oh, ist der aufbrausend. Warum hast du diesen armen Leuten das angetan? Tja, na weil. Tja. Das ist doch langweilig, immer an dieser Finsternis zu leben. Also dachte ich, ich verschaffe denen mal ein spannendes Abenteuer. Da habe ich sie eben in Schweine verwandelt. Irgendwelche Einwände? Sicher seid ihr hier, um euch zu beschweren. Gut, spielen wir ein wenig. Ja, spielen wir. Unter der besagten Glocke. Okay. Wir hauen volle Kanne drauf. Keine Schmerzen. Und keine Rücksicht auf Verluste. Okay, war jetzt eh doof, mit Erona zu kämpfen. Denn Yoshi macht mehr Schaden. So, wir tauschen mal aus. Yoshi kommt dran. Wah, 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 wah. Und jetzt kommt mein Angriff. Keine Gnade. Wow. Verdammt. Ja, nicht so ganz ohne. Doch egal, wir können es schaffen. Wenn wir dann mal treffen würden. Hoah! Yoshi, du schaffst das! Auch nicht. Ja, dann nicht. Okay. Nächster Versuch. Doch auch der ging daneben. Und wir dürfen angreifen. Also wenn es gut läuft, können wir pro Runde 10 Schaden machen, also das ist schon ganz ordentlich. Boah, wir machen dich platt. Du dummer Lakengeist, Bettlakengeist. Okay, der hat's immer auf Yoshi abgesehen. Penner. Dafür gibt's Haue. Bam. Yoshi haut auch wieder drauf. Wir machen das alles einzig und allein für die Dorfbewohner. Hm, du bist ziemlich hartnäckig. Da muss ich mir wohl etwas einfallen lassen. Weißt du, dass ich dieses Dörfler in Schweine verwandelt habe, zeigt wirklich nur einen Bruchteil meiner Zauberkunst. Das hier habe ich extra für dich reserviert. Huch. Was macht der denn? Ein Uri Geller-Trick anscheinend. Was? Er mustert uns. Und wird zu uns. Nicht schlecht, oder? Was meine Zauberkraft so kann. Jetzt musst du gegen dich selbst kämpfen. Na, wie stellst du das an? Wow. Aua. Ey, das tut richtig weh. Und ist doof zu verteidigen. Aber egal. Aber wir treffen nicht, wie doof. Okay. Auf jeden Fall interessant, was der so alles kann. Einfach mal so ein ganz dunkles Ebenbild zu erschaffen von uns. Wow. Wir konnten abwehren.
Doch egal. Wir werden trotzdem gewinnen. Gegen uns selbst. Oder gegen ein billiges Abbild von uns. Hua! Sagte ich bereits, dass der Mond auffällig groß ist? Ein ziemlich voller Vollmond. Hua, 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 hua. Sowas. Dünnes. Nein. Dummes. Haben wir es geschafft? Sieht so aus. 20 Sternpunkte. Das war ja leicht. Wir haben es geschafft. Der böse Mario ist besiegt. Der Sternjuwel geht auf uns über. Sind wir gut. Obwohl wir so grimmig gucken. Du erhältst ein Sternjuwel. Wie schön. Da kommt Freude auf jeden Fall. Und das war schon. Kapitel Ende. Ein kurzes, aber knackiges Abenteuer. Und der Vorhang fällt. Es gibt also kein Schweinebraten. Nach dem Sieg über den Geist der Spukabtei erhielt Mario das vierte Sternjuwel. Der Fluch war gebrochen und die Dörfler bekamen ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Der Tag, an dem Mario alle sieben Sternjuwelen besitzen würde, schien nah zu sein. Frohen Mutes verließ Mario die Abtei und wandte sich der strahlenden Zukunft zu. So, speichern brauchen wir gerade nicht. Können wir später machen. So, dann geht's wohl nach Peach. Oder noch nicht? Mensch, grimmig. Oh Mann, das war ja ein Schwächling. Was für ein leichter Sieg. Aber wir haben das Sternjuwel und sollten schnell zurück ins Dorf. Hey. Hat wohl auch eine Stimmbandentzündung, unser Mario. Tja, irgendwie seltsam, oder? Ach du Scheiße. Seht ihr auch, was ich sehe? Der Vollidiot, dieser Mistgeist, hat doch tatsächlich mit uns den Körper getauscht. Und jetzt rennt der als uns, als wir, als Mario rum. Und wir als so eine halbe Schattenportion. Was ist denn das? Das war jetzt echt ein sehr, sehr mieser Zaubertrick. Ach du Scheiße. Das ist böse. Na, erstmal heilen wir uns. Und überlegen uns, was wir tun sollen. Scheiße. Ich denke mal, wir gehen zurück. Und müssen dann wohl die Leute aufklären, dass wir hier der echte Mario sind. Aber ob die uns glauben würden? Und was tut sich im Dorf? Jihihihi. Diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Na, sieht aus wie der Schattentrio, oder? Natürlich. Da haben wir die drei. Mit meiner Superbombe werden wir Mario im Nu schlagen. Oh ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hattest doch die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest und nicht ich. Oder willst du etwa behaupten, ich hätte sie verloren? Aber... Egal, ich will nichts mehr darüber hören. Auf jeden Fall hast du sie hier irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was dir sonst blüht. Du wirst mich bestrafen? Hihihi, du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta, lassen wir diese alte Trantüte hier. Verstanden. Ach, wie mies. Wie mit dem Collier auch. Das war auch mies.
Obwohl sie eh gestohlen war quasi. Tja. Können wir hier jetzt raus? Oh ja, können wir. Immerhin das. Tja. Die Probleme bleiben. Wir sind eine halbe Schattenportion. Haben keine Partner mehr. Du Scheiße. Egal. Es heißt, es ist einen kühlen Kopf bewahren. Das war jetzt falsch. Hier brauchten wir nicht rein. Sondern hier irgendwie zurück. Genau so. Und am besten werden wir jetzt möglichst allen Gegnern ausweichen. Denn so alleine mit diesen ganzen Mistdingern haben wir kaum eine Chance. Ja, doof. Kaum gesagt, schon geht's hier los. Wir fliehen am besten. Boah, ich will hier weg. Und es klappt auch. So, wieder das Geld eingesammelt. Scheiße. Ich wollte nicht kämpfen. Das war ein Unfall. Und wieder hier vier Gegner. Die Hölle. Okay. Hoffentlich klappt's. Es klappt wieder. So. Oh, so fies. Wenn hier auf einen lauern quasi schon. Aber wir schaffen es diesmal. Wir entkommen der Blume. Sehr schön. Das Dorf ist nicht mehr weit. Und da ist auch der Geist. Wie es aussieht. Und streicht unseren Ruhm ein. Also schon ganz fieser. So. Jetzt wieder aufgepasst. Hurra. Ich will nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Ich bin nur ein Schatten. Ein lila Schatten. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö, natürlich nicht. Hey, hey! Ich habe dich erwartet! Was? Du falscher Mario! Du bist Mario, oder? Ein schöner Name. Und ein schöner Körper. Deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Von nun an werde ich als Mario leben. Hast du es gemerkt? Ich habe deinen Namen und deinen Körper übernommen. Ich habe die Gabe, mich selbst und andere zu verwandeln. Aber Namen und Körper zu nehmen reicht nicht, um sich wirklich zu verwandeln. Der ursprüngliche Besitzer des Namens und des Körpers muss ausgelöscht werden. Deshalb habe ich dich hier erwartet, um dich zu vernichten. Aber da es zu einfallslos ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du errätst, wie ich heiße, gebe ich dir Namen und Körper zurück. Was sagst du? Interessant, oder? Also denk nach, wie heiße ich wohl? Tja, können wir ja nicht wissen. Vielleicht ja irgendwie... Oida. Ja. Wie ich darauf komme, fragt mich nicht. Ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Daneben! Was für eine groteske Idee. Ich werde dich auslöschen. Wahahaha, und versuch ja nicht zu fliehen. Oh doch, das werden wir. Denn wir können jetzt 3000 Runden kämpfen. Weder ich, noch er, können Schaden anrichten, wie wir hier sehen können. Ich nicht. Und er auch nicht. Ja, das heißt, wir fliehen. Adios, amigos. Ab ins Dorf. Feigling. Einfach abzuhauen. Ja, doof. Wie sollen wir darauf kommen, wie der heißt? Kann man doch gar nicht, oder? Egal. Wir schauen mal nach. Oh. Die drei hübschen Tats. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt, Herzchen. Ich werde das Gefühl nicht los. Wir wären bis vor kurzem Schweine gewesen. Tja, wie sie darauf wohl kommt. Oh, als Schweine.
Wären wir bestimmt noch viel bezaubernder, Herzchen. Tja. Oh, da haben wir ja die Barbara. Hm, was soll ich nur tun? Tja. Gute Frage. Was sollen wir denn tun? Wir sind auch verzweifelt. Und da haben wir Mario, Kopio, Gumbrina, Yoshi und Iruna. Oh Mario, wir haben dir so viel zu verdanken. Das hier ist für dich. Lass es dir gut schmecken. Ey, wie doof. Hey, hey, hier bin ich. Ich bin's, Mario. Jahaha. Hat Mario etwa gerade gesprochen? Hm, hab ich mir bestimmt nur eingebildet. Nee, hast du nicht. Ist auch gar nicht, Mario. Oh, Mario kann ja doch sprechen. Was für eine Überraschung. Hm, irgendwie hat Bomba sich verändert in letzter Zeit. Wie der redet, irgendwie albern. Aber Mario, Mario redet ja plötzlich. Schweigsam und geheimnisvoll hat er mir eigentlich besser gefallen. Tja. Ich bin's doch, ich bin doch Mario. Verdammt. Doch wir haben keine Chance. Tja. Was sagt denn Barbara? Ah, ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilda mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Was denn? Wahrscheinlich die Bombe. Die Superbombe, von der ja schon Brunhilda gesprochen hat. Oh. Da ist sie ja. Tja, geben wir ihr sie. Wir machen einfach mal. Oh, du hast sie gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Hm? Ach du Jemini. Was ist denn das? Die ist ja kaputt. Was? Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilda sie fallen gelassen hat. Was soll ich nur tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendwas bestraft. Wir trösten sie. Laber, laber, laber. Danke. Es geht mir gleich ein bisschen besser. Aber was soll ich denn nur tun? Bestimmt kommen sie gleich zurück und dann... Hm. Hm, wie heißt du eigentlich? Ich? Laber, laber, laber. Was? Ich verstehe dich nicht. Laber, laber, laber. Der Name ist ja geraubt worden? Hm, kann vorkommen. Was? Der Name wurde geraubt? Was soll das denn bedeuten? Hm. Laber, 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 laber. Hm, dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir. So jemand wie du. Also gut. Ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wieder zu finden. Aber nein, mach dir um mich keine Sorgen. Meine beiden Schwestern quälen mich sowieso nur. Und du warst so nett zu mir. Ich möchte dir helfen. Ach, wie lieb. Sie küsst uns sogar. Bitte, Herzchen, hihi. Ja, jetzt haben wir tatsächlich ein Schattentrio-Mitglied bei uns im Team. Barbara gehört zum Team, wie schön. Eine Gefährtin. Da kommt Freude auf. Barbara hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie wird mit Mario unsichtbar. Beide bleiben unbemerkt. Boah, wie toll. Ein toller Uri Geller-Trick. Und auch der Geist weiß nicht, wo wir sind. Da freuen wir uns. Drücke X und beide werden wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit dem Schattenhieb Feinde angreifen und anzünden. Mit Such mich werden beide unsichtbar und weichen so dem gegnerischen Angriff aus. Wie schön. Das heißt, wir haben einen neuen Partner und sind nicht mehr mittellos. Zuerst müssen wir den Namen dieses Geistes herausfinden. Sehen wir also mal, was wir darüber in Erfahrung bringen können. Machen wir. Weißt du, vor den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie von nichts eine Ahnung.
In Wahrheit kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid. Mit mir kannst du all ihre Gespräche genau verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir bestimmt etwas, was uns weiterhilft. Also lass mich dir mit dir mit meinen Kräften helfen. Toll. Mal gucken, ob es klappt. Tatsache. Neulich habe ich mit Krakil aus Todd Town geschattet. Der hat jetzt Glasfaserkabel für alle seine Leitungen. Ist ja super, da kann er jetzt 100 MB oder mehr ganz flott runterladen. Und die Informationsbeschaffung im Internet geht bestimmt auch viel schneller. Genau, heutzutage kann man nur überleben, wenn man verlässliche Informationen hat. Wir haben ja auch ein Büro zu Hause, da muss man immer auf dem Laufenden sein. Man muss sich was einfallen lassen, wenn man nicht zu den Verlierern gehören will. Sehr interessant. Die reden ja tatsächlich. Okay, und die Framerate hakelt gerade ein bisschen wieder. Dummerweise. Okay, hier gibt es weitere Vögel. Wollen wir jetzt alle belauschen oder nur ein paar? Wissen die vielleicht was? Weißt du, unser Junge macht dieses Jahr Abitur. So groß ist der Kleine schon, unglaublich. Ja. Auch Vögel machen Abitur. Und dann kommt die Vogelgrippe und alles ist vorbei. Weiß der was? Diese düstere, zwielichtige Welt. Vielleicht habe ich meine Flügel, um eines Tages von hier zu fliegen. Tja, möglich. Hier haben wir noch zwei. Wisst ihr irgendwas Spannendes? Scheinbar wissen die gar nichts. Vielleicht so? Ja, jetzt schon. Dieser Mario-Verschnitt, der gerade beim Dorfvorsteher ist. Keiner hat gemerkt, dass er dieser Geist ist, der alle in Schweine verwandelt hat. Die Menschen sind wirklich unglaublich einfältig. In den Kellergewölben der Spukabtei kann man den Namen des Geistes finden. Jedenfalls muss sich immer irgendwer seinen Namen merken. Sonst wirkt nämlich seine Zauberkraft nicht. Aber wenn jemand ihm seinen Namen sagt, geht die Zauberkraft verloren. Bin ja gespannt, wie das noch enden soll. Sehr interessant. Im Kellergewölbe. Hast du gehört? Wir sagen, der Name ist im Kellergewölbe der Abtei versteckt. Okay. Gehen wir. Schauen wir uns diesen Keller einmal an. Machen wir auf jeden Fall. Das wird spannend. Also, bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir zurück in die Abtei. Und bis dahin, macht's gut.